Guten Morgen zusammen und schön, dass ihr trotz bestem Wetters und Freitag beim Abschluss unserer virtuellen Roadshow mit dabei seid heute. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Mein Name ist Christian Meuter vom Visit USA Committee. Das habt ihr jetzt schon ein paar Mal gehört diese Woche, außer gestern. Wer dabei war, der versteht, was ich meine. Die Folie kennt ihr auch schon auswendig, glaube ich. Da müssen wir gar nicht mehr so lange drauf eingehen. Falls ihr technische Probleme habt, wie gesagt, erstmal alle Internetprogramme ausstellen, vor allem das E-Mail-Programm, das ist der größte Problemverursacher. Die Präsentation wird auch heute wieder aufgezeichnet, euch im Nachgang zur Verfügung gestellt. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, immer gerne über den Chat an uns wenden. Einmal ein Rückblick auf die Roadshow, was wir in dieser Woche alles gesehen und gehört haben. Das sind alle Partner, die mit dabei waren. Heute allerdings geht es natürlich auch wieder nur um drei beziehungsweise vier von denen. Wir werden in Michigan anfangen, werden dann mit der Ice and Air gucken, wie wir überhaupt in die USA am besten kommen können und werden den Abschluss bei Port of Seattle machen. Und ganz zum Schluss wird uns dann Nadine von Brand USA nochmal ein bisschen was erzählen, wo ihr noch mehr USA-Infos bekommen könnt. Wo Marcel gestern ganz alleine war, ist heute das Kontrastprogramm. Das sind die Partner, die heute Morgen mit dabei sind, alle zusammen. Also anstatt gestern Marcel alleine sind es heute tatsächlich fünf Mann und da Männer und Frauen natürlich, fünf Mann und Frau, die heute auf euch warten. Guten Morgen zusammen. Das sind einmal die Christina und die Nadine und dann haben wir Thomas und Albert noch. Schön, dass ihr mit dabei seid heute Morgen. Morgen. Hi. Ja. Morgen. Save the best for last, ne? Save the best for last, genau. So Whitney. ist es. Wir fangen an mit Michigan direkt, mit dem Thomas, gehen einmal an die großen Seen der USA. Und Thomas, ich würde sagen, du kannst direkt gerne anfangen. Genau, übernehme ich direkt. Ja, nochmal guten Morgen von meiner Seite. Ich bin der Thomas, repräsentiere den wunderschönen Bundesstaat Michigan in Deutschland. Und ich kann schon ein bisschen aus der Liste sehen, ein paar altbekannte Gesichter, die sicherlich auch schon mal eine Präsentation von mir gesehen haben, hoffentlich auch ein paar neue dabei. Christian hat ja schon die ganze Woche so einen Mix gemacht aus allgemeinen Präsentationen und fortgeschritten. Sicherlich beginnen wir ein bisschen mit den Basics bei Michigan, aber ich habe auch, das mache ich grundsätzlich mal gerne, ein paar private Bilder mit eingebaut, um so ein paar Geheimtipps zu geben in Michigan. Wobei meiner Meinung nach Michigan selbst noch ein Geheimtipp ist, weil es sicherlich nicht die klassische US-Destination ist, wo die Deutschen im ersten Moment dran denken. Das wollen wir ändern. Wir wollen den Staat bekannter machen. Und er ist einfach sehr vielseitig. Und ja, das möchte ich euch heute mit auf den Weg geben. Habe viele schöne Bilder mitgebracht. Kurz zu mir, wie der Christian schon gesagt hat, ich bin der Thomas, eben für Travel Michigan zuständig. Hab dieses schöne Bild rausgegriffen. Ich bin in der Bildmitte, der Große. Und wie man an der Hose erkennen kann, die schöne Baggy Jeans. Das Bild ist 15 Jahre alt und war meine allererste Erfahrung mit den USA. Und deswegen halt diese enge Verbindung mit Michigan. Das heißt, ich bin schon recht lange dabei, und auch lange schon für Michigan, für die Great Lakes zuständig. Hab schon viele Reisen, sowohl geschäftlich als auch privat dorthin gemacht. Und ja, wie ich gesagt habe, viele private Bilder auch mitgebracht. Also nicht wundern, falls das ein oder andere Bild jetzt nicht so schön aufgehübscht ist. Das ist halt teilweise mit der Handykamera gemacht, aber es soll einfach zeigen, dass es dort eben authentisch schön ist. Und ja, Geografie muss ich natürlich mit anfangen. Christian hatte eben schon die große USA-Karte, hier nochmal so ein bisschen im kleineren Bild. Michigan in der Bildmitte grenzt direkt an Kanada und wie man sieht, es ist von den großen Seen umgeben. Michigan heißt auch der Great Lake State, weil es als einziger Bundesstaat an vier der fünf großen Seen grenzt. Und man sieht auf dem linken Bild sieht man, dass die Seen einfach unglaublich groß sind. Also nur mal so als Vergleich, der Lake Michigan, ich aktiviere mal kurz die Karte, damit ich ein bisschen malen kann. Also der Lake Michigan hier in der Mitte, der ist größer als die Schweiz. Die Schweiz hat 41.000 Quadratkilometer, Lake Michigan 58.000. Also man kann sich gar nicht vorstellen, das ist wie ein riesiger Ozean. Darüber hinaus hat Michigan zehntausende kleinere Seen, also kleiner in Anführungsstrichen, also sehr, sehr wasserreich. Überall, wo man hinkommt, man hat Wasser, man hat viele tolle Strände und das werdet ihr gleich noch auf den Bildern sehen. Wichtig auf diesem Bild zu sehen ist nochmal die Nähe zu Chicago.
Chicago ist sicherlich das Hauptgateway für Michigan, weil es einfach die meisten Non-Stop-Verbindungen auch ab Deutschland dorthin gibt. Und hier von Chicago, wenn man über Indiana quasi rüberfährt nach New Buffalo, sind circa 1,5 Stunden mit dem Auto, also wirklich schnell von Chicago in Michigan. Und größte Stadt in Michigan ist Detroit, aber da werde ich hier gleich noch was zu erzählen. Wir gehen weiter. Also allgemein nochmal zur Geografie. Über 5.300 Kilometer Küste. Also wirklich wahnsinnig viel Küste, überall wo ihr hinkommt. Es spielt sich eben sehr viel an den Küsten ab. Und man hat eben diese kleinen, gemütlichen Küstenorte. Wer schon mal vor Ort war, es ist halt wirklich dieses Amerika, wie man sich aus dem Film oder aus dem Film kennt. Es ist dieses Small Town America, richtig gemütlich. Und diese kleinen Ortschaften reihen sich wirklich entlang der Seen dort auf. Wichtig bei Michigan, es ist besteht aus 2 Halbinseln. Man hat die untere Halbinsel, die so ein bisschen aussieht wie ein Handschuh. Und dann ergänzt sich oben die UP, die obere Halbinsel, die Upper Peninsula. Und zu den Einzelregionen werde ich gleich noch ein bisschen sagen, wie die sich unterscheiden, auch landschaftlich. Wichtig ist, Michigan hat einen Nationalpark, den wir gar nicht so häufig erwähnen. Der ist wunderschön, der ist hier ganz im Norden, also oberhalb vom Körper, ich glaube, da kann ich gar nicht mehr hinmalen. Also wirklich ganz, ganz im Norden sieht man es oben, den Isle Royale National Park. Sehr schwer zu erreichen, deswegen ist es nicht das klassische Touristenziel. Die meisten Leute, die eben dorthin reisen, machen eine Rundreise um die großen Seen oder halt wirklich diesen unteren Teil von Michigan. Und eben auch viele der Reisevorschläge von den Veranstaltern bewegen sich in diesem unteren Bereich. Aber es lohnt sich wirklich, ganz Michigan zu erkunden und auch da eben ganz viele Bilder. Es gibt 2 National Lakeshores, einmal die Sleeping Bear Dunes, die grün eingezeichnet sind, und die Pictured Rocks, und über 100 State Parks. Das heißt, auch wenn man einen Camper Urlaub macht, man hat tolle Stellmöglichkeiten, man kann natürlich viel wandern gehen. Also es ist insgesamt sehr, sehr grün und, wie schon zu erwarten, sehr wasserreich. Klima und Reisezeit, natürlich sehr wichtig. Michigan hat sehr ausgeprägte Jahreszeiten. Das heißt, super kalten Winter, also bis zu minus 30 Grad, ist jetzt nicht das klassische, da möchte ich gerne im Winter hin, zumal es auch keine hohen Berge gibt, also Skifahren. Es ist ein bisschen wie bei uns im Sauerland irgendwie Skifahren. Also es ist jetzt nicht die klassische Destination für den Winter. Wir sagen immer, die Reisezeit ist Mai bis Oktober. Da gibt es auch die Non-Stop-Flüge. Einen wunderschönen Indian Summer, weil man immer so ein bisschen an Neuengland denkt beim Indian Summer. Auch die große Seenregion hat dort wirklich einen sehr, sehr farbenfrohen Herbst. Und mein persönlicher Tipp ist immer Juni oder September, weil man so ein bisschen die Hauptreisezeit der Amerikaner selber umgeht. Und kurzes Update aktuell. Michigan heute 31 Grad Celsius, also ähnlich warm wie bei uns. Also wirklich sehr, sehr warme Sommer. Und das Schöne ist, die großen Seen, die heizen eben nicht so schnell auf. Das heißt, man hat immer noch eine schöne Abkühlung im Sommer. Aktuell 20 Grad, der Lake Michigan wird dann im Sommer eben halt ein bisschen über 20 Grad. Also wirklich eine erfrischende Angelegenheit. Und wirklich so recht kompakt. Was macht die große Seenregion aus? Was macht Michigan aus? Es ist eben dieses maritime Flair. Klar, viele Leuchttürme entlang der Seen. Diese authentischen Small Towns, die ich schon erwähnt habe. Und wirklich glasklares Wasser, kilometerlange weiße Sandstrände und eben nicht überfüllt, weil es wirklich nicht die klassische Touristenregion ist, wo jetzt wirklich alle hinwollen, sondern es ist teilweise eben noch Geheimtipp und man hat eben selbst im Juli, August in den Hauptreisezeiten dort wirklich kilometerlangen Sandstrand, wo eben nicht viele Leute sind oder viele Leute liegen und eben eine grandiose Natur. Ich habe ja schon eben, man hat eben an der Karte gesehen, es liegt an der Grenze zu Kanada und gerade dieser nördliche Teil, sage ich halt immer, stellt euch wie Kanada vor. Es ist wirklich endlose Weite, es sind eben diese vielen Seen, diese unberührten Wälder. Und auch da gleich noch mehr Bilder zu. Man macht die Reise in der Regel mit dem Mietwagen, weil das ist ein schönes Erlebnis. Man fliegt in die großen Städte, also man fliegt nach Chicago, macht dort 2-3 Tage, nimmt einen Mietwagen, fährt entlang der Küste in diese kleinen Ortschaften und hat dort wirklich extrem gemütliche Bed and Breakfasts, kleine Inns, tolle Hotels, sehr individuell. Aber man kann es eben auch sehr gut im Camper machen. Ich habe es meine letzte große Reise vor der Pandemie quasi mit dem Camper gemacht. Ich bin nicht der klassische Camperurlauber. Ich bin auch mal gerne einer, der vom Campingplatz losfährt und den Elektrostecker nicht rauszieht. Sehr peinlich. Aber man kann es wunderbar machen. Also man fährt entlang der Küste, man hat tolle Stellplätze.
eben die meisten der 100 State Parks haben eben auch Stellplätze und es ist total entspannt. Also wir waren jetzt selber im September da, wo es wirklich sehr leer war, da mussten wir nichts vorreservieren, hatten dort immer tolle Stellplätze direkt an den Seen, wo man dann morgens dann Frühstück macht, am Strand, geht danach, springt danach in Lake Michigan. Also das so als wirklich Geheimtipp im Geheimtipp. Man kann es eben auch sehr gut im Camper machen, mal so als Alternative zu den klassischen Camper-Destinationen. Und das hier war ein toller Stellplatz mitten in Michigan. Hatte ich vorher selber noch nicht gesehen, dass der Horton Lake, also wirklich, es gibt so viel zu entdecken. Es ist ein kleinerer See, ja, wo man trotzdem ganz toll eben Urlaub machen kann. Und deswegen, also wenn man mit dem Camper unterwegs ist, gibt es eben auch sehr, sehr viel zu entdecken. Ja, ich habe schon gesagt, größte Stadt ist Detroit. Und auch wenn es jetzt fast schon wie ein alter Hut klingt, Detroit ist ja quasi, hat den Comeback längst schon das Comeback erlebt. Es ist eine total aufblühende Stadt, keine Millionenstadt, weil immer alle denken, es wäre so eine Riesenstadt, 670.000 Einwohner aktuell, aber sie wächst und es ziehen junge Leute hin und die Stadt verändert sich quasi ja tagtäglich. Ich habe ja schon gesagt, vor 15 Jahren mein erstes Mal und ich muss echt sagen, ich war schockiert, weil Detroit, es war so menschenleer, man konnte auf der Straße Fußball spielen. Und wenn man jetzt mittlerweile die Veränderung sieht, jetzt über die Jahre, es ist Wahnsinn, was in der Stadt passiert ist. Und weil immer alle sagen, Detroit, gefährlich, kann man nicht rausgehen. Also dieses Bild, was man vielleicht noch im Kopf hat, kann man wirklich ändern. Es liegt hier unten ja im Südosten Michigans. Und es ist einfach eine sehr sehenswerte Stadt. Es ist eine sehr grüne Stadt, viele Parks, Grünflächen. Oben rechts auf dem Bild sieht man Belle Isle. Kann man wunderschön hinradeln und hat dort eben einen Blick auf die Skyline. Ganz Detroit, und das ist eben das Schöne, das ist immer so eine nette Story, diese Art Deko-Architektur, die man überall noch hat, weil es waren viele Gebäude oder viele Unternehmen, die damals bankrott gegangen sind während der großen Krise und die hatten kein Geld, um diese Gebäude abzureißen. Heute sagt man zum Glück, weil einfach so viel noch zu sehen ist und so viel zu entdecken ist. Also wenn man durch Detroit geht, auf jeden Fall die Augen offen halten. Definitiv ein Tipp, Motown Museum. Wer diese Motown-Musik kennt, Jackson 5, die Supremes, also wer da so ein bisschen was mit anfangen kann, das ist ein absolutes Muss. Was ich mal mache, wenn ich dort bin, so ein bisschen diesen Detroit River Walk entlanglaufen. Da ist in den letzten Jahren quasi so ein kompletter dieser River Walk neu gemacht worden. Es gibt hier so kleine Liegen, die dort sind. Man hat einen Blick nach Kanada, also direkt auf der anderen Seite des Detroit River ist Kanada, das ist Windsor. Und kann dort einfach mal so ein bisschen, gerade wenn man dort angekommen ist, so ein bisschen abschalten und es ist total gemütlich. Hier unten auf dem Bild, das ist so der einzige Strand in der Nähe, das ist auf Belle Isle, wo man wirklich mit dem Fahrrad innerhalb von 20, 30 Minuten entlang des Riverwalks hinfahren kann. Und in der Stadt halt sehr viele Kunstwerke, sehr viele von diesen Murals, die man dort entdecken kann und deswegen Detroit, eine sehr bunte Stadt. Mein Tipp, gerade wenn man am Wochenende da ist, das Fahrrad nehmen, aus der Innenstadt über so eine alte Bahntrasse zum Eastern Market fahren, so ein klassischer US-Markt, wo einfach die Amerikaner auch am Wochenende einkaufen und abends geht man nach Greektown, das ist so das Erlebnisviertel mit Casino, mit Restaurants, mit ja, Ausgehmöglichkeiten. Also auch da, wenn man in Detroit ist, abends rausgehen, keine Angst haben, es ist eine total gemütliche Stadt, unten rechts diese kleinen Parks, die man überall hat, wo man sich hinsetzen kann. Also wirklich sehr sehenswert. Ja, und ich meine, das sieht jetzt ja auch aus wie deine eigenen Bilder. Das genau, die sind ein bisschen dunkler und man sieht, ich bin kein guter Fotograf, aber es soll einfach zeigen. Genau, das wollte ich meinen. Also diese Bilder, die man da von Detroit vielleicht im Kopf hat, die sind einfach nicht mehr aktuell. Es ist eine schöne, lebendige Stadt einfach. Ja. Definitiv, ja. Und eben auch wieder so ein Beispiel für dieses ja, Art Deco und einfach diese 20er Jahre der USA. Fox Theater, wenn dort eine Veranstaltung ist, auf jeden Fall versuchen, Tickets zu bekommen. Ansonsten kann man auch so eine Führung machen. Das lohnt sich auf alle Fälle. Wenn man sportbegeistert ist, ob es jetzt Basketball, Football oder eben Baseball ist, kann man alles Downtown machen. Detroit Tigers, nicht so erfolgreich gewesen die letzten Jahre, aber es lohnt sich, dorthin zu gehen, weil die Tickets einfach günstig sind. Sie sind in der Hauptreisezeit, bekommt man dort eben Tickets natürlich, weil die Saison ist und kann dort so ein bisschen auch dieses Baseball-Feeling mitnehmen. Also mein erstes Baseballspiel, ich konnte nicht mit Baseball anfangen und trotzdem hat es einen irgendwie mitgenommen, weil die Amerikaner so begeistert sind. Deswegen da auf jeden Fall mal vorbeischauen.
Ebenso, wer so ein bisschen geschichtlich interessiert ist, das Henry Ford Museum, ein bisschen außerhalb von Detroit, in Dearborn, circa eine halbe Stunde außerhalb, wo Henry Ford im Grunde ja die komplette Geschichte Amerikas gesammelt hat. Ob es jetzt alte Flugzeuge sind, natürlich alte Autos, ganze ja Burgerläden oder eben auch in Greenfield Village, was so ein bisschen dieser Außenbereich des Museums ist, ja ganze Häuser, Fassaden und Straßenzüge von berühmten Erfindern, ob es jetzt Thomas Edison ist, die Wright Brothers. Also wirklich ist es so ein bisschen amerikanische Geschichte im Kleinformat, kostet circa $40. Man sollte den ganzen Tag einplanen und wer so ein bisschen da Interesse hat, ist auf jeden Fall ein sehr empfehlenswerter Tipp für einen Ausflug. Ein etwas unbekannterer Tipp ist die Piquette Avenue Plant. Das war das zweite Ford-Werk. Es ist eigentlich so im Downtown-Detroit-Bereich und da wurde damals das T-Modell, also Tin Lizzy, das war so das erste ja massengefertigte Auto, was überhaupt produziert wurde, die Erfolgsgeschichte für Ford. Und da findet man im Grunde jedes ja Model T, was jemals gebaut wurde. Und das ist total interessant. Kostet $12, kann man einfach mal so einen Vormittag hingehen. Und wer auch da so ein bisschen Autogeschichte daran Interesse hat, es lohnt sich auf alle Fälle. Und auf der rechten Bildseite sind zwei Bilder, erkennt man gar nicht so gut. Das ist eine alte Feuerwehrstation, das ist das Detroit Foundation Hotel, umgebaut eben zum Hotel mit einem tollen Restaurant dabei. Und es zeigt einfach diese kleinen Boutique-Hotels, teilweise wirklich auch Luxushotels, die es in Detroit gibt. Großes Angebot und da lohnt sich auf jeden Fall auch ein bisschen was Neues auszuprobieren. So, viel Zeit mit Detroit, weil es einfach ein wichtiger Faktor in Michigan ist. Wir wollen natürlich ein bisschen was anderes sehen, reisen dazu so ein bisschen zu den Beach Towns an die Lake Michigan Küste, von Holland, Grand Haven hoch nach Traverse City. Wie man sich vorstellen kann, eben viel Sand, viel Strand und teilweise eben bis zu 130 Meter hohe Sanddünen oben in Traverse City. Das hier ist Traverse City. Es ist immer so einer der Orte, der auch in den Reiseverläufen drin ist. Eigentlich ein kleiner Ort. Ich glaube, da leben so um die 10.000 Leute. Total gemütlich mit diesem kleinen Sporthafen. Aber es ist so ein bisschen auch so dieses Vorzeige-US-Städtchen am See. Mit einer tollen Gastronomie, tollen Bars, super Strände. Und eben man hat an der Westküste diese Sleeping Bear Dunes, die man hier ganz gut sieht, eben bis zu 130 Meter hohe Dünen, traumhafte Landschaft, natürlich in diesem etwas flacheren Bereich, ganz tolle Sandstrände, also dort kann man wirklich den klassischen Badeurlaub machen. Und das ist eben dieses Besondere, diese Kombination aus Wandern gehen, Kanu fahren, Kajak fahren oder eine Bootstour machen und ja trotzdem eben halt sich dann einfach mal einen halben Tag an den Strand legen und einfach entspannen. Es gibt tolle Weingüter, also gerade auch aufgrund der klimatischen Bedingungen, wirklich ein sehr guter Wein. Wer da einfach mal abends ein Wine-Tasting machen möchte, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Das ist eben nochmal ein eigenes Bild. Ganz wichtig, wer auf die Idee kommt, diesen Hügel runterzulaufen, es dauert knapp 2 Stunden, das wieder hochzugehen. Also das eben zeitlich mit einplanen. Ich habe es noch nie gemacht, ich bin da grundsätzlich faul. Aber in diesem State Park, man kann eben mit dem Auto rumfahren und hat verschiedene Aussichtspunkte und gerade eben dieser Aussichtspunkt hier, ich glaube, das ist Punkt Nummer 9, der ist eben halt dieser spektakuläre mit diesen Riesendünen. Und auch hier nochmal so eine Aussicht, das ist halt typisch Michigan. Das ist so ein bisschen dieses Klassische, man hat dieses Grüne, diese endlosen Wassermassen und sieht teilweise wirklich karibisch aus, auch wie klar und blau das Wasser ist. Also wirklich sehr idyllisch und einfach sehr gemütlich. Apropos gemütlich, Mackinac Island ist eine Insel, genau, hier oben an der Verbindung von der unteren zur oberen Halbinsel. Man fährt 20 Minuten mit der Fähre rüber und es ist wirklich eine Reise in eine andere Welt. Da gibt es noch diese Original-Holzhäuser, diese viktorianischen. Es fühlt sich ein bisschen an wie Disneyland, dieses Main Street. Es sieht total künstlich aus, aber ist halt wirklich alles noch original. Oben das Grand Hotel ist ein Erlebnis, kann man so auch als Tagestourist hingehen und sich das anschauen. Es ist ein National Historic Monument. National Historic Landmark aus dem späten 19. Jahrhundert. Wenn man dort übernachtet, muss man beachten, ab 18 Uhr ist Krawattenpflicht für die Herren. Es hört sich ein bisschen komisch an, es ist auch irgendwie merkwürdig, aber da sind die Amerikaner eben noch sehr klassisch und das Gute ist, wir waren schon mal mit verschiedenen Fantouren dort, wenn man seine Krawatte vergessen hat, man kann sie vor Ort auch ausleihen. Also es ist ein tolles Erlebnis, wenn man die Möglichkeit hat, dort zu übernachten, sollte man machen.
Der größte Teil der Insel ist State Park, also wirklich auch da wieder sehr grün, sehr wasserreich. Man kann mit dem Fahrrad um die Insel fahren und das lohnt sich auf alle Fälle. Unten rechts sieht man die Mackinac Bridge, die verbindet diese untere mit der oberen Halbinsel, das heißt, kann man über eine Brücke drüber fahren. Sieht ein bisschen aus wie die Golden Gate, in einem leichten Grünton. Und das ist so der klassische Blick, also auch da wieder eigenes Bild, wenn man eben halt mit der Fähre ankommt. Also die Fährfahrt eben 20 Minuten und man hat diesen tollen Blick auf diese Küste und es sieht einfach total idyllisch aus. Wenn man auf einer Rundreise ist und ein bisschen Zeit hat, würde ich sagen, 2 Nächte in Mackinac Island wär gut. Eine Nacht reicht. Da muss man ehrlich sein. Es ist eine kleine Insel, du kannst mit dem Fahrrad in 1,5 Stunden, 2 Stunden gemütlich rundherum fahren. Kommt halt immer ein bisschen aufs Tempo an, aber da die meisten Leute dann wirklich auf einer Rundreise sind und mehr sehen wollen, also selbst für eine Tagestour, es lohnt sich, aber eine Nacht sollte man einplanen und da der Amerikaner bleibt mal länger dort, aber der deutsche Gast, würde ich sagen, in der Regel so eine Nacht ist so der das, was man machen sollte. Und auch da wieder, es gibt eben auch tolle Wanderwege, wo man dann auch tolle Ausblicke hat, also eben nicht nur eine flache Insel, sondern man kann eben dort auch sehr viel sehen. Und eben zum Abschluss dieses kurzen Überblicks gehen wir noch auf die obere Halbinsel, die UP. Hier oben Sault Ste. Marie an der Grenze, das ist eine Stadt, ist zum Teil in den USA, zum Teil in Kanada. Also auch da, man könnte es mit Kanada verbinden. Toronto ist 3,5 Stunden von dort entfernt. Also viele Rundreisemöglichkeiten. Was man beachten sollte, deswegen ist die UP eben auch in vielen Reiseverläufen nicht mit drin. Das Angebot an Unterkünften ist einfach begrenzt. Es ist sehr weitläufig. Mit dem Camper kann man es hervorragend machen. Ansonsten muss man eben schauen, dass man in Munising, in Marquette, Copper Harbor eben halt die großen Städte, die hier eingezeichnet sind. Dort gibt es Unterkünfte, aber das eben auch rechtzeitig buchen, wenn man dort übernachten möchte. Von Sault Ste. Marie aus, da gibt es eben noch mehr Unterkünfte, kann man aber auch wirklich Tagesausflüge zu den Pictured Rocks zum Beispiel machen, die wir auch auf dem nächsten Bild sehen. Wo du gerade das Thema Camper nochmal angesprochen hast, da kam ein Kommentar im Chat, der wahrscheinlich relativ wichtig ist. Das, was du gesagt hast, dass es im September sehr leer war und ihr überhaupt keine Probleme hattet, Campingplätze zu finden. Das kann natürlich sein, dass sich das jetzt in Corona-Zeiten oder auch nach Corona-Zeiten nochmal ein bisschen dreht, dass Camping natürlich irgendwie so einen Aufschwung erleben wird, dass da vielleicht es ein bisschen voller wird, dass man das einfach mal ein bisschen im Auge behalten muss. Kann man jetzt natürlich noch nicht vorhersagen, wie es genau wird. Also ich habe auch gestern nochmal mit Cruise America zum Beispiel gesprochen und natürlich boomt es gerade, weil die Amerikaner einfach an sich das Campen für sich entdeckt haben und da einfach viel Amerikaner selber dann natürlich drüben und momentan ist es einfach schwierig, Camper zu bekommen. Muss man einfach beobachten. Ja. Also ich denke, dass sich das natürlich auch wieder ein bisschen regulieren wird und tendenziell einfach in Michigan jetzt auch nie dieser Riesenansturm. Weil wirklich das Angebot ist riesig. Man muss natürlich darauf achten, je später man ins Jahr reinkommt, weil es einfach ein bisschen abnimmt, sind die Öffnungszeiten begrenzt. Aber in der Regel gibt es dann eben halt bei den Campgrounds einfach so ein Telefon, wo man dann anruft oder halt einfach eine Box seine Campground-Fees einschmeißt für den State Park und das bewegt sich zwischen 10 und, ich sag mal, für einen privaten Campingplatz zahlt man $45, also wirklich in einem angemessenen Rahmen und ist wirklich sehr gut möglich, aber guter Hinweis, danke dafür, aber wie gesagt, ich denke, dass sich das über die Jahre jetzt auch noch regulieren wird. Ja. Genau, und das hier so ein bisschen die UP in 4 Bildern, Pictured Rocks, wirklich sehr empfehlenswert, die sieht aus wie angemalt, diese Felsformationen, wo man tolle Kajaktouren machen kann. Natürlich Outdoor, ob man jetzt Mountainbiken geht, Fat-Tire-Biking oder einfach nur klassisch wandern, kann man dort oben natürlich sehr, sehr gut machen. Man sieht hier diese Herbstfarben, also wirklich dieser wirklich sehr intensive Indian Summer. Es gibt viele Wasserfälle und einfach wirklich diese endlose Weite, was hier oben wirklich nochmal ganz besonders ist. Das war jetzt von einem privaten Kajakausflug, ging 4 Stunden lang und wir waren da, es war halt im September, war noch Teil dieser Hochsaison und wir waren mit 4 Kajaks da auf dem Lake Superior, also wirklich komplett alleine. Es ist wirklich dieses, ich sage mal, klassisch kanadische Abenteuer und das war wirklich ein tolles Erlebnis. Jetzt hätte ich gerade fast eine sehr, sehr dumme Frage gestellt. Ja, bitte, ob man auch Whale-Watching macht. Ich habe noch keine Wale im Lake Michigan gesehen. Dann komme ich dran später. Das ist auch so ein Tipp, State Park, Lake of the Clouds, wunderschön, Marketingbild,
Das ist mein Bild. Also sieht wirklich so aus. Es ist wunderschön. Zum Beweis, also ich bin dort nicht hingewandert, also nicht wirklich weit. Der Parkplatz ist nicht weit davon entfernt, um so ein bisschen diese Romantik zu nehmen. Aber also ein ganz toller State Park, wenn man ein bisschen Zeit mitbringt, dort im Park und da eine kleine Wanderung machen. Wunderschön. Und von da eben auch 20 Minuten zum Lake Superior. Also da ist man auch wieder schnell am Strand, kann einfach mal die Füße ins Wasser hängen lassen und sich dort abkühlen. Also wirklich überall, wo man ist, man hat einfach Wasser in der Nähe. Das ist eben so das Besondere in Michigan. Und um es nochmal kurz zusammenzufassen, ja, wir nennen es Lakeshore Life, also wirklich diese Tausende von Seen, glasklares Wasser, feinsandige Strände, teilweise wirklich Steilklippen, diese riesigen Dünen und ja, das ist eben so das Besondere, was man in Michigan findet. Ein Nationalpark, zwei National Lakeshores, über 100 State Parks und wirklich dieses, ja, wir nennen es Amerikaner-Feeling, wirklich dieses authentische Amerika. Also zum Beispiel, wenn man in so einen kleinen Ort reinkommt, das ist jetzt nicht Burger King, McDonald's, Starbucks, sondern wirklich Joey's Diner und wirklich so kleine Eisläden, individuell, jetzt nicht klassisch so diese Kettenrestaurants, was wirklich dieses authentische Amerika ausmacht. Detroit, absolut sehenswert, also wenn ihr die Möglichkeit habt, euch das anzuschauen, das auf jeden Fall mal mitnehmen. Und ja, in den Summer ist eben die Schwierigkeit, ist immer schwer vorherzusagen. Weil teilweise hatten wir Anfang Oktober noch 30 Grad, natürlich viel zu warm für den Indian Summer, aber teilweise kühlt es dann auch relativ schnell ab, je nachdem, wo man hinkommt. Deswegen ist das mit so einem kleinen Sternchen, es ist wunderschön, aber eben auch für den Kunden natürlich schwer zu empfehlen. Aber nichtsdestotrotz, September, Oktober, tolle Reisezeit und man kann eben noch viel in der Natur machen. Und es ist eben gut kombinierbar mit Chicago, mit den großen Seen. Würde jetzt hier den Rahmen sprengen, das eben nur als Überblick. Und nochmal unser Kontakt, weil es natürlich sehr schnell ist, so eine ganze Region, einen ganzen Bundesstaat in 20 oder 25 Minuten vorzustellen. Aber falls ihr noch Fragen habt, falls es nicht schon im Chat gestehen ist, einfach eine E-Mail schreiben, besucht unsere Facebook-Seite, ruft an. Also da bin ich gerne für Fragen mit Broschüren zur Seite. Perfekt, genau. Und wie natürlich von allen Partnern werdet ihr auch von Thomas noch eine Follow-up-Mail bekommen, wo noch ein paar weiterführende Infos mit dabei sind. Ist das so? Ja, ich hoffe es. Gut zu wissen. Genau, und wenn ihr dann Fragen habt, wie gesagt, meldet euch einfach bei Thomas. Ja. Danke dir. Danke das euch. Das war sehr interessant. Im Chat ist jetzt erstmal noch nichts an Fragen offen, aber ja, wenn ihr jetzt noch Fragen spontan habt, könnt ihr die natürlich gerade noch stellen. Thomas guckt entweder noch in den Chat rein, beantwortet die vielleicht direkt oder am Ende der letzten Präsentation, nach der letzten Präsentation, haben wir auch nochmal Zeit für Fragen an alle Präsentatoren. Vielen Dank, Thomas, an der Stelle. Wir fliegen dann einmal weiter im wahrsten Sinne des Wortes mit Iceland Air, mit der Christina. Wir möchten einmal wissen, wie wir denn deiner Meinung nach am geschicktesten in die USA fliegen können. Ja, genau. Das werden wir jetzt erfahren. Hallo, erstmal auch von meiner Seite aus. Schön, dass ihr heute alle dabei seid. Ich freue mich auch dabei zu sein und vielleicht am Anfang mal ein paar Worte zu meiner Person. Alle, die mich noch nicht kennen, ich bin die Christina Quanz. Ich bin normalerweise für die Iceland Air im Außendienst unterwegs und betreue die Bereiche Mitte Deutschland, den Westen, den Südwesten und die Schweiz. Meine direkte Kollegin, das ist die Rike Voss. Sie ist zuständig für Norddeutschland, den Osten und den Südosten. Ja, wir haben alle jetzt eine turbulente Zeit hinter uns und wir freuen uns, dass die Situation hier langsam ein bisschen entspannter wird. Auch in Island ist die Corona-Situation gut und wir freuen uns jetzt einfach, dass wir auch wieder mehr Flüge anbieten können ab Deutschland und ab der Schweiz. Und dazu habe ich ganz am Anfang ein kleines Video mitgebracht und da würde ich jetzt den Christian schnell bitten, das mal zu starten. Jawohl, kommt sofort. Well, this year didn't go exactly as planned. We've had to adapt and adjust. But it's finally time to look forward to something.
Oh, this needs ironing. And how did it go again? Yes, dear passengers, welcome aboard. We've turned a corner and are ready to get going. Travel is just around the corner. Iceland Air. Jawohl, das ist genau der Optimismus, den wir im Moment brauchen. Genau so sieht's aus. Das stimmt. So, ganz am Anfang, bevor ich loslege, würde ich sehr gerne von euch wissen, wer denn schon mal mit der Iceland Air geflogen ist. Ja, da müsstet ihr jetzt eine Umfrage aufploppen sehen im Chat. Könnt kurz Ja oder Nein anklicken, ob ihr schon mal mit der Iceland Air unterwegs wart oder bisher noch nicht das Vergnügen hattet. Also die Antworten fliegen rein. Gerade sind wir so bei 20%, die euch kennen, also beziehungsweise schon mal selber, also was heißt kennen, schon mal mit euch geflogen sind. Genau. Ja, 15%, 17%, 17. Um die 20, irgendwie 15-20% sind mit euch geflogen. Der Großteil kennt euch noch nicht. Alles klar. Na gut, aber zumindest auch ein paar dabei, die unser Produkt schon selber kennengelernt haben. Am Anfang hier erstmal eine ganz kurze Zusammenfassung. Wer sind wir? Iceland Air ist die isländische Linienfluggesellschaft. Uns gibt es schon recht lange. Wir sind schon seit über 80 Jahren am Fliegen. Wir bieten bequeme und schnelle Verbindungen an zwischen Europa, Island und Nordamerika. Und bei allen unseren Flügen Richtung Nordamerika ist es möglich, einen Stopover kostenfrei in Island zu machen. Hier sieht man unser Streckennetz. Unsere Flieger sind nach einem 24-Stunden-Rotationsprinzip unterwegs. Das heißt, es starten alle so plus minus um die gleiche Zeit in Europa. Das ist um die Mittagszeit, fliegen dann nach Island. Flugzeit nach Island von Deutschland so ungefähr 3,5 Stunden. Und hier auch gleich von unserer Seite aus ein kleiner Geheimtipp für alle, die Passagiere mit uns buchen. Setzt ihr doch auf dem Hinflug auf die rechte Seite im Flieger, denn hier hat man bei gutem Wetter schon im Anflug einen tollen Blick auf Island, auf den großen Gletscher Vatnajökull und kann vielleicht schon ein paar schöne Fotos machen. Ja, das ist schon mal ein super Tipp. Dann kommen am Nachmittags auch alle Flieger plus minus um die gleiche Zeit in Island an, also so innerhalb halbe Stunde. Und von da ist man dann ganz schnell umgestiegen, wenn man weiter Richtung Nordamerika fliegen will. Wir haben im März diesen Jahres unser Streckennetz auch nochmal erweitert, und zwar inneräsländisch fliegen wir jetzt auch und auch weiter nach Grönland. Hier habe ich euch eine Übersicht zu unserem Sommerflugplan mitgebracht. Auch hier muss man einfach aufgrund der aktuellen Situation momentan dazu sagen, dass das es natürlich sein kann, dass es hier und da nochmal eine Anpassung gibt. Aber das ist jetzt das, was wir für den Sommer geplant haben. Ab Deutschland fliegen wir Frankfurt, Berlin, München und Hamburg. Frankfurt und Berlin haben wir teilweise sogar zweitägliche Abflüge. München fliegen wir täglich und Hamburg ist eine saisonale Verbindung. Im Sommer haben wir zwei wöchentliche Flüge. Das ist am Dienstag und am Sonntag. Und hier kann man auch ganz gut sehen, wenn man mal auf die Abflugzeiten schaut, Frankfurt 14:05, Berlin 14:15, München 14:05, Hamburg 14:05. Also alles so um die gleiche Uhrzeit, die Flüge losgehen. Ab der Schweiz haben wir Zürich tägliche Verbindungen und ab Genf zweimal wöchentlich. Das ist am Montag und am Samstag. Auch Genf ist dann eine saisonale Verbindung in den Sommermonaten. Wir fliegen zum internationalen Flughafen Keflavík. Das ist so ungefähr eine Stunde von der Hauptstadt Islands, von Reykjavík entfernt. Und wer schon mal da war, der wird sicherlich sagen können, dass es ein übersichtlicher, aber moderner Flughafen ist. Das heißt, man ist schnell umgestiegen. Und das ist auch ein wirklich guter Vorteil im Vergleich zu anderen Umsteigeflughäfen, wie zum Beispiel Heathrow oder Charles de Gaulle, wo man teilweise auch nochmal den Terminal wechseln muss. Das ist in Island nicht der Fall.
Wir haben eine Minimum Connecting Time von 45 Minuten. Das heißt, wer weiter will, der ist auch schnell wieder auf dem Weg nach Nordamerika. Umsteigezeiten sind eben zwischen 45 Minuten bis maximal 2 Stunden. Unsere Verbindung nach Nordamerika. Aktuell haben wir 12 Destinationen in Nordamerika, die wir anfliegen. 10 davon sind in den USA. Und auch hier muss man sagen, das ist einfach im Vergleich zu den vergangenen Jahren ein bisschen reduzierter Flugplan Richtung Nordamerika ist. Aber auch da hoffen wir, dass es sich bald wieder ändern wird. Relativ neu haben wir Portland zurück im Sommerflugplan. 4-mal wöchentlich fliegen wir diesen Sommer. Und weil wir später ja auch noch nach Seattle kommen, habe ich euch mal unsere Verbindung nach Seattle aufgeführt, damit man einfach mal sehen kann, wie das so ist mit den Umsteigezeiten. Es geht also los in Frankfurt mit der FI 521 um 14.05 Uhr. Dann sind wir um 20 vor 4 in Island. Es geht weiter nach Seattle mit der FI 681 um 17.05 Uhr. Und dann sind wir schon um 17.55 Uhr in Seattle. Auf dem Papier sieht das immer sehr schön aus. Genau. Yahoo. Genau. Und der Rückflug dann auch dementsprechend. Tägliche Verbindungen haben wir hier im Sommer, teilweise auch 2 am Tag. Genau. Dann vielleicht schon ein kleiner Ausblick für das nächste Jahr. Hier planen wir wieder mit Anchorage im Sommerflugplan 2-mal wöchentlich von Mai bis September. Ja, ich habe es anfangs schon gesagt, bei uns gibt es was ganz Besonderes und zwar kann man hier immer 2 Destinationen in einer Reise entdecken. Der Stopover ist wirklich empfehlenswert in Island. Wir empfehlen den eigentlich immer eher auf dem Hinflug zu machen, einfach aufgrund der Flugzeiten, weil man da schön entspannt nachmittags ankommt und dann direkt ins Hotel einchecken kann und am nächsten Tag das Programm dann starten kann in Island. Durchschnittliche Stopover-Dauer würde ich 3 Tage sagen, empfehlen, denn da kann man einfach schon mal einen guten Eindruck bekommen, was Island so bietet. Vielleicht macht man dann irgendwann nochmal eine Reise nach Island. Was kann man machen auf einem Stopover? Also natürlich muss man baden gehen. Der Isländer badet gerne. Es gibt viele, viele heiße Quellen, Schwimmbäder, große, kleine. Das sollte man auf jeden Fall gemacht haben hier. Die bekannteste auf dem Foto ist die Blaue Lagune. Wobei man hier auch dazu sagen muss, dass es sicherlich nicht immer so leer ist, wie es auf dem Foto ist. Das sieht da jetzt natürlich schön aus. Auch so ein Klassiker für den Island-Einsteiger ist ein Tagesausflug, nennt sich der Golden Circle. Da sieht man schon mal 3 der Highlights, die jeder gesehen haben sollte, wenn er nach Island kommt. Natürlich den Geysir, den großen Wasserfall, den Gullfoss und den Þingvellir Nationalpark. Aber auch sonst gibt es zahlreiche Möglichkeiten, was man noch so entdecken kann auf seinem Stopover. Die Natur steht natürlich an erster Stelle. Reiten, Angeln, was auch immer man gerne macht, einfach vielleicht auch mal sich einen Moment hinsetzen und die Stille genießen. Reykjavik ist auch immer eine Reise wert, eine quirlige kleine Hauptstadt und auch sehr schön anzuschauen. Ja, und wer im Herbst, Winter kommt, der sollte auf jeden Fall das nicht verpassen. Alle, die es schon mal gesehen haben, werden sicherlich sagen können, dass ein Nordlicht einfach ein ganz wunderbares Ereignis ist. Und das kann man eben so von Oktober bis März in Island sehen. Seit einiger Zeit ist in Island auch ein Vulkan aktiv am Brodeln. Und wie man auch so seinen Stopover-Tag verbringen kann, das sehen wir jetzt im 2. Video. My name is Ausa and I'm a local photographer. And today I will be going on a very exciting day trip from Reykjavik and I'm gonna bring you guys with me. Only 15 minutes out of the city, we will find the beautiful Reykjanes Peninsula. This area is incredibly stunning, and everywhere you look, you will see signs of old volcanic activities, such as lava fields, geothermal areas, and lakes. These places are perfect to visit before heading to the volcanic eruption, which is actually my next stop.
is the volcano. Getting closer to the volcano area. Just need to find the parking and then start to walk the trail. The hiking trail actually starts here. It's about 5 kilometers to get into the volcano. So it's gonna take me like 1 hour to hike there. The volcano is changing every day, and if we're lucky, we are gonna see some incredible lava flow and spewing volcanoes. So after a challenging hike, I'm heading to the Blue Lagoon, and it's just the perfect place to relax in that geothermal hot water after a busy day. This is so nice! Back in Reykjavik City after an incredible day of exploring the Reykjanes Peninsula. It's been a full-on day and I think I'm ready to go on a restaurant and grab a nice dinner and then call it a day. Ja, sehr schön. Und diese Bilder von dem Vulkan sind natürlich spektakulär, die ihr da habt. Ja, ja. Ja. Achso, es kommt einmal die Frage, erst rechts fahren, dann links, das ist mir gar nicht aufgefallen. Einmal klarstellen, wie der Verkehr in Island läuft. Ich sag mal, für deutsche Verhältnisse ganz normale Rechtsverkehr. Okay. Genau. Gut, dann erzähle ich euch noch was zu unserer Flotte und zu unserem Produkt. Wir fliegen mit einer reinen Boeing-Flotte. Unterschiedliche Typen, die werde ich euch gleich vorstellen, kann man hier ganz schön auf dem Bild erkennen. Verschiedene Reichweiten für verschiedene Destinationen mit dabei, je nach Maschinentyp. Die größte Anzahl der Maschinen bei uns in der Flotte ist die Boeing 757-200. Hier haben wir 184 Passagiere, die an Bord passen, und wir haben generell zwei Serviceklassen an Bord. Das ist die Saga Premium Klasse und die Economy-Klasse. Die längere Version dieses Typs, das ist die 757-300. Hier haben wir Platz für 225 Passagiere. Und wie ihr seht, das sind alles Schmalrumpfflugzeuge. Mit Ausnahme diesem Typs, das ist die Boeing 767-300. Unsere größte Maschine, hier passen 262 Passagiere rein. Und die neueste Ergänzung unserer Flotte ist die 737 Max. Ja, wie eben schon gesagt, die ergänzt unsere Flotte perfekt in Bezug auf die Reichweite und auch die Anzahl der Passagiere. Ja, seit einiger Zeit haben wir die Boeing 737 MAX wieder in Betrieb genommen. Hier steht natürlich an allererster Stelle die Sicherheit, und deswegen gibt es auch notwendige Schritte, die vor dieser Wiederinbetriebnahme eben beachtet werden müssen. Das ist zum einen die Instandhaltung, Instandsetzung der Maschinen, ausführliches Pilotentraining und natürlich auch ausführliche Tests und Testflüge. Sollte der eine oder andere Passagier trotzdem Vorbehalte haben, dann bieten wir hier flexible Regelungen für unsere Vertriebspartner an, zum Beispiel eine kostenfreie Umbuchung auf einen anderen Tag oder Stornierung des Fluges, und dann kann man dafür eine Depot-EMD ausstellen. Ja, das ist uns als isländische Fluggesellschaft besonders wichtig. Wir sind Isländer und wir sind stolz auf unsere Wurzeln, und das sollen natürlich auch unsere Passagiere merken, die bei uns in unsere Flugzeuge einsteigen, die mit uns fliegen. Wir haben drei Flugzeuge aktuell, die wir mit Sonderlackierung lackiert haben. Zum einen oben links die Heckler Aurora, das ist unser Nordlichtflieger. Hier gibt es auch eine ganz besonders schöne Kabinenbeleuchtung, sieht man in der Mitte. Da kann man nämlich das Nordlicht bereits schon an Bord mal erleben. In der Mitte seht ihr den Vatnajökull, unser Gletscherflugzeug. Und ganz rechts unsere Thingvellir-Maschine, die ist in der isländischen Nationalflagge lackiert.
Und ja, auch an Bord merkt man das einfach bei uns, dass wir isländisch sind. Unsere Mahlzeiten sind isländisch inspiriert. Wir haben isländische Musik. Und so hoffen wir einfach, dass der Passagier schon so ein bisschen das Island-Feeling mitbekommt. Hier noch ein paar Facts zu uns. Wusstet ihr schon, alle unsere Flugzeuge sind nach isländischen Vulkanen benannt. Wir haben 3 Flugzeuge mit Sonderlackierung und wir sind schon über 80 Jahre alt. Unser Streckennetz besteht aktuell aus 45 Destinationen und seit März diesen Jahres bieten wir auch Inlandsflüge in Island sowie nach Grönland an. Iceland Air ist auch Sponsor von zahlreichen Events im sportlichen Bereich oder auch im musikalischen Bereich, wie hier aufgelistet das Iceland Airwaves Musikfestival, das findet immer im Herbst statt. Noch ein bisschen was zu unserem Service. Wie schon bereits gesagt, wir haben 2 Serviceklassen. Ich lege mal los mit der Economy-Klasse. In beiden Serviceklassen kann man kostenfrei zugreifen auf unser In-Flight-Entertainment-Programm. Das sieht man hier ganz schön vorne im Sitz, ungefähr so groß wie ein iPad. Und in der Economy-Klasse hat man dann dabei Erfrischungsgetränke, Kaffee und Tee kostenfrei. Mahlzeiten, muss man dazu sagen, sind kostenpflichtig bei uns in der Economy-Klasse. Hier hat man auf der Karte eine schöne kleine Auswahl. Wir haben einen komfortablen Sitzabstand und freie Sitzplatzauswahl. Ein bisschen ausgenommen davon ist der Ecolite-Tarif bei uns. Gleich aber noch ein bisschen mehr dazu. More Legroom Seats bieten wir gegen Gebühr an und Gate-to-Gate-Wi-Fi ebenfalls, je nach Tarif auch gegen Gebühr. Komme ich zu unserer Premium-Klasse, nennt sich Saga Premium-Klasse. Hier haben wir bequeme Sitze, eine komfortable Beinfreiheit. Man muss aber einfach auch dazu sagen, es ist jetzt kein Flatbed-Produkt, es ist einfach für den Isländer Richtung USA mehr eine Mittelstrecke und genau das sollte man vorher wissen. Hier bieten wir ein hochwertiges Menü an, isländisch inspiriert. Auch die alkoholischen Getränke sind dann inkludiert. Es gibt separaten Check-in-Bereich, Priority Boarding. Und natürlich hat man auch Zugang zu den Lounges. Wir haben eine eigene Lounge am Flughafen Keflavik. Die ist sehr schön, auch so im skandinavischen Stil. Und an allen anderen Flughäfen, da haben wir haben unsere Passagiere Zutritt zu unseren Partner-Lounges. Genau, es kamen jetzt nochmal 2 Fragen zu den Mahlzeiten. Also auf der Langstrecke, die Mahlzeiten müssen in der Eco müssen dazu gebucht. Also kann man die im Vorab schon dazu buchen oder kann man das immer nur vor Ort machen? Das macht man an Bord. An Bord, ja. Genau, ja. Also da gibt es eine Karte, eine Übersicht. Ja, genau. Aber ja, sie sind kostenpflichtig. Sind kostenpflichtig, genau, auch Richtung USA. Genau. Warte, ich schiebe dich einmal nochmal nach oben, dass man den Link nochmal sehen kann. So. Okay. Gab es noch eine Frage? Nee, das war zweimal die gleiche Frage. Genau, quasi, okay. Ja. Alles klar. Gut, dann hier ein Überblick unserer Tarifstruktur. Als Linienfluggesellschaft sind wir natürlich über alle gängigen Reservierungssysteme buchbar. Wir haben auch Veranstaltertarife, Cruise Fares, Youth and Student Fares und natürlich auch PEP-Angebote. Und wer eine Gruppe mit uns buchen will, ab mindestens 10 zusammenreisenden Passagieren, ist das natürlich auch möglich. Rail and Fly ist bei uns zubuchbar, 40 Euro pro Person One-Way in der 2. Klasse und 80 Euro pro Person One-Way in der 1. Hier sieht man nochmal unsere Tarifarten im Überblick. Ganz kurz, natürlich haben auch wir einen Economy Light Tarif. Hier ist dann einfach ein Handgepäck dabei, bis zu 10 Kilo. Man hat Zugriff auf das Unterhaltungsprogramm, man bekommt die nicht alkoholischen Getränke und kann einen Stopover machen bis zu 3 Nächte. Das ist natürlich dann der eingeschränkteste Tarif. Dann haben wir den normalen Economy-Tarif. Alle Leistungen, die ich eben schon erwähnt habe, sind hier mit drin. Man hat ein Gepäckstück mit dabei, bis 23 Kilo. Und man kann den Sitzplatz wählen im Mittelbereich und im hinteren Bereich. Stopover in Island ist bis zu 7 Nächte erlaubt. Und dann gibt es die Economy Flex. Das ist
der flexibelste Tarif, wie der Name schon sagt, alle Leistungen inkludiert, freie Sitzplatzauswahl, Front-, Central- und Rear-Bereich. Und hier ist auch dann der WLAN-Zugang mit dabei. Von den Bedingungen jetzt auch dann die flexibelsten Bedingungen, Erstattung der Flugkosten, kostenfreie Umbuchung und so weiter. Komme ich noch kurz zu unseren Premium-Tarifen, Saga Premium. Auch hier alle Leistungen inklusive. Man hat ein Handgepäck bis 10 Kilo. Man hat zwei Gepäckstücke, die man aufgeben kann, bis 32 Kilo. Und hier hat man natürlich bevorzugtes Boarding, Priority Check-in, kostenfreie Mahlzeiten, alkoholische Getränke, WLAN-Zugang, Lounge-Zugang, Stopover in Island bis zu 7 Nächte. Und wenn man da gegenüber den Saga Premium Flex Tarif sieht, den allerflexibelsten, auch da ist alles mit dabei. Man hat zwei Handgepäckstücke mit dabei. Man kann Stopover in Island unbegrenzt machen und auch von den Bedingungen dann sehr flexibel. Mhm. Es ist eine Frage nochmal zum Thema Essen gekommen. Ah. Ist es denn erlaubt, selbst mitgebrachtes Essen an Bord zu verzehren? Ja, man kann sich auch selbst was mitbringen. Ja, okay, hier sieht man nochmal unsere Maschine, unsere Seatmap. Einfach, dass ihr das mal gesehen habt. Vorne Front, Central und Rear, dass man noch weiß, wie viele Sitzplätze das ungefähr sind. Und unten ist auch nochmal aufgeführt, was die More Legroom Seats dann kosten, wenn man sie auswählt. Ja, in diesen Zeiten, wie sie momentan noch sind, ist es natürlich auch wichtig, dass man den Kunden mehr Flexibilität anbieten kann. Und das machen wir natürlich aktuell. Es ist möglich, dass die Tickets kostenfrei umgebucht werden. Die Ticketgültigkeit kann verlängert werden. Oder bei einer Stornierung der Flüge kann man eine Depot-EMD ausstellen. Und ja, da bin ich auch schon am Ende meiner Präsentation. Ich sage mal auf Isländisch Takk fyrir und wenn noch Fragen sind, dann gerne. Ja, super. Danke dir, Christina. Also im Moment, alles, was an Fragen gekommen sind, haben wir ja schon während der Präsentation abgearbeitet, also habe ich jetzt nichts mehr offen. Klar, auch hier gilt wieder, wenn ihr Fragen habt, dann jetzt gerne im Chat oder meldet euch bei Christina direkt nochmal. Gerne. Das ist alles möglich. Vielen Dank, Christina, an der Stelle. Ja, danke. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal weiter mit Albert, mit dem Port of Seattle. Und danke an Icelandair. So, Albert, jetzt bist du dran. Ja. Jetzt fliegen wir einmal mit Icelandair nach Seattle rüber. So ist es, so ist es. So, guten Tag, alle Leute. Alaf hier aus Köln. Und ja, Port of Seattle. Das ist eine unserer Kunden hier bei Get It Across in Köln. Wir haben viele Webinare selber und mit Visit USA gemacht. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Christian Meuter und an seine ganz tolle Arbeit bei Visit USA. Der hilft uns alle als Mitglieder, ja, in der richtigen Reihe zu stehen, so zu sagen. Sehr gerne, vielen Dank. Bitteschön. So, Port of Seattle. So, wir sind... Port of Seattle ist zuständig für die Häfen und auch für der Flughafen in Washington, so Seattle-Tacoma International Airport. Wir arbeiten auch sehr eng mit Visit Seattle und auch mit Washington Tourism Alliance. Das ist eine ziemlich neue Organisation und wir tun, was wir können, um Washington State hier im deutschsprachigen Raum bekannter zu machen, ein bisschen einfach mal die Flagge hochzuhalten, was man alles in Washington State machen kann, entweder vor oder nach einer Kreuzfahrt nach Alaska oder einer Mietwagen- oder Camper-Rundreise durch Washington State. So, wir haben, ja, es ist in der pazifischen Northwesten von British Columbia in Kanada, Washington State in Oregon. Wir sind 9 Zeitverschiebungen von Europa aus entfernt. Wir haben sehr unterschiedliche klimatische Zonen und das werde ich dann nochmal erklären später. Es gibt eine Gebirgskette hier, die North Cascade Mountains, läuft ungefähr hier. Und das trennt der Bundesstaat wirklich in 2 unterschiedlichen klimatischen Zonen. Man kennt dieses Gebiet
ja, am Wasser, viele, viele Wälder, bisschen Nebel, kann regnen, ja, das ist alles, was an der westlichen Seite ist, und an der östlichen Seite ist sehr viel Agrarwirtschaft, Getreidefelder, Apfelplantagen und Weinanbaugebieten. So, erstmal, wie kommt man nach Seattle? So, wir haben schon von Christina erfahren, wir werden dieses Jahr 2 Flüge mit Iceland Air nach Seattle haben. Ich habe unten nur die eine Flugseiten angegeben, für den ersten Flug ab Frankfurt. Der zweite ist unwesentlich später. Der Vorteil mit Iceland Air, die Flugzeit ist nur 7 Stunden von Iceland, von Keflavik nach Seattle. Überhaupt ist die Flugzeit von Deutschland aus mit einer der direkten Verbindungen mit Lufthansa oder Condor ist es 10 Stunden 30 Minuten. Seattle liegt sehr weit nördlich, deshalb ist es wesentlich kürzer, der Flugzeit, aber es ist wesentlich 1,5 bis 1,75 Stunden kürzer als die Flüge nach San Francisco oder nach Los Angeles, auch alle an der Westküste mit 9 Stunden Zeitverschiebung, einfach weil Seattle so viel weiter nördlich liegt. So, wir haben tolle Neuigkeiten an das Seattle-Tacoma International Airport. Das ist unser neue International Arrivals Facility, was diesen Monat in Betrieb genommen wird. So, was neu ist hier, ist unser gigantische, sag mal, die Luftbrücke. So, die Ankünfte für die internationalen Flüge sind auf der rechten Seite. Das ist eine, ja, das ist eine 240 Meter langen und knapp 30 Meter hohe Brücke. Und die Flugzeuge fahren auf der, ja, die Taxen machen hier Taxifahrten, die Taxien, die fahren unter diese Brücke und kommen dann an in der International Arrivals Facility, diese neuen Gebäude hier unten. Und wie ihr seht hier, unser Wahrzeichen, Mount Rainier, Rainier, you say tomato, I say tomato, das ist Mount Rainier, das ist unser vergletscherten Riesenvulkanberg in Aussicht, also in Sicht von Seattle auf 4400 Meter. Mehr dazu, aber wir gehen nochmal hier in der International Arrivals Terminal innen drin. So, man kommt dann oben auf eine Empore, guckt man unten. Hier werden die Zollformalitäten für die internationalen Gäste erledigt und die Gepäckbänder sind unten. Ist schon eine sehr große Gebäude. Das hat sage und schreibe 42.000 Quadratmeter. Und das entspricht für alle Leute, die das gar nicht begreifen können, wie ich, das ist ungefähr 6 Fußballfelder. So, großes Gebäude, viel Glas, viel Licht und einen sehr schönen Blick auf Mount Rainier. Rainier. So, wie kommt man von der Innenstadt in Seattle? So, der Flughafen ist hier. Wir haben natürlich Uber und Lyft und Taxis. Sie kosten etwa $40. Wir haben auch ein funktionierenden S-Bahn-System am Puget Sound in Goldscrum, Seattle. So, wir haben mehrere Haltestellen in Downtown Seattle. So, sollte ihr Kunden haben, die eine Kreuzfahrt von Seattle aus gebucht haben, wir empfehlen 2 bis 3 Nächte vorher in Seattle, um Seattle Downtown zu erkundigen zu Fuß. Dann ist kein Auto notwendig. Mhm. So, wenn ihr Kunden das machen möchte, die können für schlappe $3 von der Seattle International Airport bis Downtown fahren mit der S-Bahn. Seattle, ja. Rex ist, ja, Puget Sound. Und weiter oben ist das Salish Sea, das ist der Zugang zu Pacific. Und auf der östlichen Seite Rex ist Lake Washington und auch, ja, das sind wo viele Leute, ja, viele Schiffe, Privatjachten und Motorbootschiffe, das ist ein sehr schönes Freizeitgebiet. Es sind, wie ihr hier seht,
eine Menge an großen Firmen, die beheimatet sind in Seattle. Seattle ist eine ziemlich wohlhabende Stadt. Seattle selber hat etwa 800.000 Leute, knapp. Aber Großraum Seattle hat etwa knapp dreieinhalb Millionen Leute in den kompletten Einzugsgebiet um Seattle herum. Ja, viel zu tun in Seattle. So, wir empfehlen, wenn ihr da seid, eine Lufttour. Das ist Kenwood Air. In Kenwood Air bietet diese Wasserflugzeugtouren um Seattle herum. Der Landeplatz ist hier an Lake Washington. Ganz toll. So, die Flüge kosten etwa, ich will mal zurückgehen, da war ich ein bisschen vorschnell. Die Flüge kosten etwa $100 und dauern 35 Minuten oder so. Es ist ganz toll, einfach von so weit oben einen Blick über den kompletten Gebiet um Seattle und ja, Bella. Und Start und Landung mit so einem Wasserflugzeug. Genau. Ist auch schon ein Erlebnis für sich. Ja. Es ist so toll. Ich bin ein riesen Wasserflugzeug-Fan. Dann fahren wir hin, Christian. Ja, abgemacht. Abgemacht, super. So, ich zeige euch ein paar von der Hauptsehenswürdigkeiten in der Innenstadt von Seattle. Wie gesagt, wenn ihr Kunden habt, die eine Kreuzfahrt nach Seattle gebucht haben, ex-Seattle, können ihre Kunden in 2 Tagen gemütlich die Hauptsehenswürdigkeiten in Downtown Seattle abklappern. Das sind nur ein paar dessen. Es sind noch viel mehr in Seattle zu sehen und vor allem, ja. Es ist auch sehr viel Live-Musik, es sind viele Clubs, es sind sehr gute Restaurants, ja. Aber wir fangen erstmal an mit den Sehenswürdigkeiten. So, das alles bekannteste ist der Pike Place Market. So, wie ihr wisst, die Amis, das älteste, das beste, das größte. So, das sollte der älteste durchgehend geöffnete Farmers Market der USA sein. Und es sind über 500 Geschäfte in und um Pike's Place Market. Ich empfehle persönlich eine Foodie-Tour. Mit der Foodie-Tour, die Gruppen sind 15 bis 20 Leute und die haben schon im Voraus, die Ladeninhaber wissen im Voraus, dass die Gruppe kommt und hat so ein Häppchen, so eine Amuse-Gueule vorbereitet für die Leute, die kommen. So sei das Schokolade, sei das Käse oder Wurst und meine Lieblings sind die Blätterteig von der ukrainischen Bäckerei. Das ist einfach herrlich. Und wenn man erstmal die Foodie-Tour gemacht hat, dann weiß man, okay, ich möchte morgen wieder mal hingehen und diese verdammt leckeren ukrainischen Blätterteiche noch mal kaufen. So, es ist einfach mal gut für die Orientierung. Es sind sehr viele Geschäfte in Läden halt mit diesen 500. Und die bekannteste, also das ist so eine Art, ja, eine ikonische, eine typische, ja, die fliegende Fische. Hier, diese Touristen hat das auch sehr gut im Blick. Ja, einen großen Fisch wird gekauft und wird dann über die Theke geschmissen und alle Leute applaudieren. Und ja, das ist Pike's Place Market. Unser Wahrzeichen. So, im Hintergrund sieht ihr Mount Rainier. Diese Space Needle wurde gebaut für die Weltausstellung. Die war in Seattle in 1962. Der Needle, unser Nadel, wurde einige Jahre geschlossen für eine gründliche Renovierung. Die haben das mit sehr viel Glas jetzt versehen. So, wie ihr seht hier oben, die komplette Außenwand. Es ist eine leicht angelehnte Wand mit Sitzgelegenheiten drumherum für ganz tolle Selfie-Bilder. Und eine Etage unter war vorher ein Restaurant. Es ist kein Restaurant mehr, aber es ist eine rotierende Glasboden. So, man kann einfach auf den Glasboden liegen und gemütlich halt die ganze Reise über Seattle machen. Ja, das ist nicht jedermanns Sache. Ich finde es ganz toll. Man bedarf natürlich eine bisschen Angewöhnungszeit, aber es ist super toll.
So direct unter der Space Needle is the Chihuly Gardens. So Dale Chihuly ist ein sehr bekannter, oder war ein sehr bekannter Glaskünstler. Du hörst, Glasmuseum, toll, toll. Das ist wirklich super. Also die Formen, die Gestalten, die Farben. Es ist Indoor, Outdoor. Es ist wirklich, ich war überrascht, und fast jeder, mit dem ich gesprochen hatte, war auch unglaublich überrascht, wie beeindruckend und einfach wie schön und absolut. Also ich fand es war das Schönste, was wir in Seattle gemacht haben, und wir sind nur reingegangen, weil es in dem City Pass inkludiert war und die bis 20 Uhr geöffnet hatten. Haben wir gesagt, ach komm, dann gehen wir jetzt halt noch in das blöde Glasmuseum rein. Das ist hier in die Ecke. Ja, genau. Ja. Und es ist super. Es ist einfach super. Ja. So, du erwähnst City Pass, ganz toll, Christian. Du machst einen fließenden Übergang für mich. Das ist ganz toll. So, City Pass kennt ihr buchbar über viele Veranstalter. Es gibt Ersparnisse in Seattle von knapp 45% auf diese Eintrittspreise. Und hier seht ihr dann die Chihuly Gardens, the Zoo, Space Needle. Und hier MoPop. This is the Museum of Pop Culture. Und das kann ich auch wirklich empfehlen. Das ist eine ganz tolle, schräge Gebäude mit verschiedenen Dauerausstellungen und riesige Screens mit Live-Musik. Und es gibt eine Dauerausstellung von Nirvana, und das finde ich natürlich ganz toll. So. Christina hat gesagt, die komplette Iceland Air Flotte sei aus Boeing. So, dann gucken wir die Flugzeuge nochmal genauer an. Es sind Besichtigungsmöglichkeiten in der Boeing-Fabrik. Es heißt The Future of Flight. And The Future of Flight ist eine riesige, das beste, größte, das sollte das größte, bedachtes Gebäude der Welt sein. Und das ist diese Montagehalle von Boeing at the Future of Flight. Es sind fünf Montagenstraßen. So was wir sehen hier ist eine Montagestraße. Und hinter diesen einen Flugzeug sind bestimmt noch vier anderen. So es sind vier bis fünf Flugzeuge pro Montagestraße. Man geht unterirdisch und fährt mit einem Aufzug hoch. So der Aufzug, dann kommst du hier auf diese Aussichtsebene oben, und du bist etwa 20 Meter über die Montagestraße und kann einfach mal gucken, wie das dann funktioniert. Die Tour dauert ein bisschen über eine Stunde. Man wird mit dem Bus hingebracht zu der Montagehalle, und man geht ein bisschen außerhalb der Gebäude zu Fuß und halt dann, wie gesagt, unterirdisch und geht auf zwei verschiedene von diesen Aussichtsplattformen bei der Montagestraße. Es ist ganz toll. Ich finde es, ja, wir sind alle in der Reisebranche. Wir müssen, außer wenn wir schwimmen, kommen wir nicht nach Seattle. Wir brauchen das Flugzeug, und es ist absolut spannend zu sehen, wie das alles zusammenhängt. So, was toll ist an Seattle, die ganzen Hafengebiet wird noch näher an der Stadt gebracht durch eine notwendige Vergrünungsprogramm. Früher, wo die ganzen Bäume sind, war eine bordhässliche Betontrasen, eine Autobahn auf Trasen, etwa 10, nicht mal 10, es war so 8 Meter über die Straße. Es war einfach eine hässliche, es hat sehr viel Licht weggenommen, und die Stadt war tatsächlich irgendwie getrennt von dem Hafen. Und das würde jetzt abgetragen, und durch ein Vergrünungsprogramm wird die Stadt einfach mal, ja, die Stadt gewinnt wieder seine Waterfront. Ja, das ist absolut großartig, finde ich super. Ja. So, ein bisschen hier zu Seattle als Kreuzfahrthafen. Die Kreuzfahrtgeschichte ist nicht so super, super alt. Wir haben Kreuzfahrten nach Alaska erst knapp 23 Jahre, ich glaube 23 Jahre jetzt
von Seattle aus. Mein Telefon klingelt und ich gehe nicht dran. Nee, ist aber auch nicht so laut, das passt. Nein. So, wir haben zwei Terminals hier in Seattle. So, wir haben der eine Terminal hier, der Pier 91. Und in der Innenstadt, wo hier, ihr könnt es sehr gut hier sehen, das Bild ist alt. So, hier ist ein Teil hier von diesen alten, hässlichen, ja, ja. Das gibt es nicht mehr, Leute. Wunderbar. So, hier sind die zwei Terminals. The Double Terminal oben ist für alle Kreuzfahrtfirmen, außer die in die NCL-Gruppe. Also NCL und Oceania sind auf der Pier 66 und Holland America, Silver Sea, Princess, die ganzen anderen Linien sind hier oben bei Pier 91. Hier nochmal Pier 66 und eine von den NCL-Schiffe. Die meisten Touren nach Alaska. Ja, die meisten Touren sind 7- bis 10-tägige Touren nach Alaska. So, jetzt muss ich ein bisschen zurückgehen und dann ein bisschen Blick nach vorne. In 2019 hatten wir 220 Abfahrten von Seattle aus nach Alaska. So, es war die meistbenutzte Kreuzfahrthafen der Westküste. Ja, dann gab es und gibt es immer noch so diese unglückliche pandemische Unterbrechung. Die Schiffe fangen gleich diesen Saison wieder an. So, das ist schon eine sehr glückliche Wendung, muss ich sagen. Die Schiffe werden ab diesem Sommer allerdings keinen Zwischenstopp in Victoria oder in Vancouver anlegen. Sie dürfen es nicht. Die kanadische Regierung untersagt das. Es hat etwas länger gedauert, bevor die Kreuzfahrtfirmen die Erlaubnis von der US-Regierung bekommen hatten, aus hygienischen und auch aus extraterritorialen Gründen nach Alaska zu fahren, aber es ist möglich. Das wohl gesagt, unsere Marketingmaßnahmen hier und was wir mit Port of Seattle, wir wissen, wir müssen weiter im Voraus planen und wir peilen auf die Vermarktung für Sommer 22. Wir sind natürlich glücklich, wenn Leute im Spätsommer oder im Herbst nach Seattle und Washington fliegen, aber wir planen, wie ihr auch, etwas längerfristig und gucken optimistisch auf das Saison 22. So, hier sind ein paar Informationen über die Nationalparks in Washington State, die verschiedenen Regionen und was man alles machen kann. So, was ich natürlich ganz toll finde hier, guck mal, State Wine Country, so their Wine Country ist in den, oops, let me go back, in der westlichen Teil hier, in östlichen Teil from Washington. So, ich fange an mit den Nationalparks in Washington und das bekannteste, größte, beste, höchste, das ist Mount Rainier National Park. Mount Rainier ist ein Vulkan. War ein Vulkan, es ist eigentlich noch ein Vulkan. Es ist vergletschert oben. Mount Rainier bekommt bis zum 20 Meter Schnee pro Jahr. Das heißt, die Vergletscherung ist gesichert. Mount Rainier liegt auf 4000, also die Spitze ist auf 4400 Meter. Die Baumgrenze ist sowieso höher in den USA als in Europa. Die Baumgrenze hier liegt auf 2100 Meter. Wir haben viele Wanderwege bekannt und das ist ein wunderschönes Bild, sind die Wildflowers, die Blumenpracht im Spätsommer, also Spätfrühling und Sommer. Sind Wanderwege, Pferdewanderwege. Das Tolle ist, es liegt etwa knapp, ja, ich würde mal sagen, mit Verkehr, je nachdem, es gibt schon Verkehr in Großraum Seattle. Du kannst etwa eineinhalb Stunden von Downtown Seattle nach Mount Rainier fahren. So es ist toll für einen Tagesausflug nach Mount Rainier. Unser nächster Nationalpark ist auch, well, Thomas hat einen Nationalpark in Michigan gerade erzählt, von denen ich nie etwas gehört hatte. Ich war noch nie so weit nördlich. Also wir sind auch sehr weit nördlich. Thomas, wir müssen mal gucken, welcher Park hier am nördlichsten ist.
So the North Cascades National Park grenzt auch an Kanada. Das ist, diese Gebirgskette habe ich euch vorher gezeichnet. Man nennt es hier so die amerikanische Alpinen. Es ist eine ziemlich unbekannte, großräumige, Gebirgskette mit einer wunderschönen Panoramastraße quer durch. Wir haben, ich gehe mal hier nochmal hier und zeichne das hier an. So die Cascades laufen die ganze Teile hier, aber das Nationalpark ist ungefähr dieses Gebiet hier. Es ist stark bewäldert und hier sind ein paar Bergziegen. Tolles, tolles Gebiet und wirklich sehr wenig besucht. Also, wenn ihr Open Spaces sucht oder euer Kunden Open Spaces post-Covid sucht, dann bitteschön. So, unser bekanntester Nationalpark ist der Olympic National Park. Diese Strecke hier, Ruby Beach, alle Leute, die Twilight gefolgt haben, kennen diese zerklüftete mit Treibholz, es ist mehr als Treibholz, sind ganze Bäume. Treibbäume, genau. Ganze Bäume sind hier dann an der Küste. So, the Olympic National Park ist eine sehr große Halbinsel mit unterschiedlichen geologischen Errungenschaften. Wir haben alpin Seen, wir haben schneebedeckte Bergen und wir haben auch einen gemäßigten Regenwald. So, das steht alles unter UNESCO-Schutz. Es sind verschiedene Lodges auf Olympic National Park. Wir haben auch Lavendel. Wir haben ganz traumhafte Lavendelfelder hier. Es ist eine indianische Stimme. Es ist ein sehr großes Gebiet, die Olympic National Park. Und das kann man sehr gut natürlich in eine Mietwagen-Rundreisen einbauen. Sogar auch mit den verschiedenen Fähren, die hier kreuz und quer durch Puget Sound in the Salish Sea fahren. Olympic National Park ist tatsächlich einer der abwechslungsreichsten Nationalparks, die ich so gesehen habe. Es ist von Strand bis hoch in die Berge, ist alles dabei und das gefühlt innerhalb von einer halben Stunde. Ja. Also es ist Wahnsinn. Wahnsinn. Wahnsinn, Herr Meuter. Danke dir. Gerne. So, ich habe vielleicht das Wort Wein mehrmals erwähnt. So, der Weinanbaugebieten in Washington sind hier in den östlichen Teil in Walla Walla, Washington. So, Walla Walla in diese Weingebieten wurden als, here we go again, people, das beste Weinanbaugebiet der USA. So, Washington State ist das zweite größte Weinanbau, also Weinproduzierende Bundesstaat nach Kalifornien. Kalifornien produziert so viel und Washington so viel, aber das ist immerhin Nummer zwei. Das Gebiet um Washington, Walla Walla ist ganz toll. Das könnt ihr hier in diesem Bild sehen. So, wir haben Getreidefelder und Weinanbau. Es ist eine sehr reiche, die Erde ist sehr reich. Hier ist der Columbia Fluss, fließt dann hier es geht dann hier hoch. Es gab dann, durch die tausende Jahre vorher, die Gletscher haben sehr viele reichhaltige Erde hier in die Richtung geschoben. Und deswegen ist die Getreideernte hier besonders reichhaltig. So, wir haben wunderschöne Getreidefelder. Im Frühjahr sind die so changierenden, schillernde, grüne, gelbe Farben. Und dann natürlich im Herbst ist es traumhaft gelb. Nochmal zu den Äpfeln. So, Washington, here we go again, people. Washington ist die größte produzierende Apfelproduzierende Bundesstaat der USA. So, wir sind Nummer zwei für Wein und Nummer eins für Äpfel. Und wenn man entlang der Bundesstaat fährt, man sieht dann die wunderschönen Äpfelplantagen. Und nochmal hier zu Walla Walla,
die Wein an Baugebieten und die schöne. Das ist Rotwein und Weißwein. Ich habe wirklich unglaublich gute Pinot Noir und Cabernet Sauvignon hier aus Washington getrunken. Es sind auch dann, wenn man in Seattle ist, sind sehr viele Weinprobemöglichkeiten. Es sind ganz kleine Weingebieten, zum Beispiel auf Bainbridge oder auf der Whitby, vor allem auf Whitby, die vorgelagerte Insel, die man mit den Fähren erreichen kann von Seattle, aber für den wirklich tollen Weine und die größere Weingüter, das ist in den östlichen Tal bei Walla Walla. So, wie kommt man dahin? So, ihr bekommt von uns auch eine ziemlich eine auskunftsfreudige Mitteilung nach diesem Webinar mit Links zu den verschiedenen Planning Tools, die wir auf unserer Get It Across Website für Port of Seattle eingerichtet haben. So, wir haben mit renommierten Incoming Agenturen der USA wie Travelco, Bonotel, New World Travel, Rocky Mountain Holiday Tours mit mehreren Firmen Mietwagen und Bustouren ausgearbeitet. So, das sind entweder fertige Produkte, die ihr direkt von diesen Incoming Agenturen beziehen könnt, oder halt es sind Ideen, weil natürlich durch Dynamic Packaging ist alles sowieso Mix and Match. So, es sind einfach mal Vorschläge für verschiedene thematische Touren durch Washington und alle diesen Touren sind geparkt auf unserer Get It Across Port of Seattle Website. Unter der Planungshilfe auch haben wir weitere Dokumente für Touren und Vorschläge, was man alles machen kann in den verschiedenen Gebieten und Teile, also Teile von Washington State. So, das ist unter Get It Across Trainings und Planungshilfe. So, vielen Dank für eure Zeit. Wir schicken dann auch in diese Follow-up-Mailing die Möglichkeit euch, damit ihr dann unsere regelmäßige Port of Seattle Newsletter bekommt. Meine Kollegin, die charmante Christiane Bender, hilft mir tatkräftig dann auch für Port of Seattle. Und wir blicken alle optimistisch auf Reisen in den pazifischen Nordwesten, überhaupt Reisen über den Teich im Laufe des Jahres, so zu sagen. Im Laufe des Jahres, genau. Ja. Das können wir festhalten. Ja. Genau. Alles klar. Vielen Dank, Albert. Großartige Präsentation. Also ich finde die Region um Seattle, wie ihr es vielleicht auch gemerkt habt, Washington State, Seattle, einfach großartig. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß dort oben gemacht. Auf jeden Fall eine Reise wert. Danke euch. Ja, danke Albert. Euch. So, jetzt sind wir in der Theorie. Save the best for last. Ja, genau, save the best for last. In der Theorie am Ende unserer Roadshow angekommen, was die Destinationspräsentationen angeht. Allerdings haben wir Nadine nochmal mit dabei von Brand USA, die uns ein bisschen was darüber erzählen wird, wo ihr jetzt noch mehr USA-Informationen herbekommen könnt, wenn ihr die Nase immer noch nicht voll habt von uns, von den Vereinigten Staaten, wie ihr noch weitermachen könnt, um euch ein bisschen weiterzubilden, weitere USA-Bilder in den Kopf zu kriegen. Das wird uns Nadine jetzt erklären. Ja, ganz genau. Dann von mir auch nochmal ein herzliches Hallo. Schön, dass ihr alle noch da seid. Und ja, ich hoffe, ihr hattet alle eine tolle Roadshow-Woche und habt ganz viel gelernt die Woche und hattet viel Spaß und habt viel Informationen bekommen. Von mir jetzt noch mal ganz kurz. Ich wollte euch noch mal ein, zwei Dinge an die Hand geben, wo ihr vielleicht Informationen bekommen könnt über die USA. Ihr könnt mich natürlich im Nachgang auch immer noch fragen oder ich kann euch noch mehr Informationen schicken. Ja, kurz zu mir. Ich bin für den deutschsprachigen Markt zuständig, also für Deutschland, Österreich, Schweiz, für Brand USA. Und ja, also wahrscheinlich, die meisten von euch wissen natürlich, was Brand USA ist inzwischen, das habe ich ja auch schon öfter mal erzählt, aber für diejenigen, die vielleicht noch nicht genau wissen, was der Unterschied ist zu Visit USA, wir sind quasi die offizielle touristische Marketingorganisation der USA. Also wir haben uns quasi zum Ziel gesetzt, die USA in ihrer Gesamtheit als touristische Destination zu vermarkten und so auch internationale Reisen zu fördern. Und ja, wir haben verschiedene Möglichkeiten, die ihr von uns bekommen könnt, um einfach noch ein bisschen mehr von den USA zu erfahren oder auch für eure Kunden einfach mehr Informationen zu bekommen.
Und da möchte ich einmal noch mal kurz unser Discovery-Programm vorstellen. Wer es noch nicht kennt, das ist unsere offizielle Online-Schulung für die USA. Dann meldet ihr euch einfach unter diesem Link an, der da aufgezeigt ist, also usadiscoveryprogramm.de. Und die Schulung ist komplett kostenfrei, könnt ihr euch jederzeit anmelden, ist alles auch auf Deutsch. Es gibt ganz viele verschiedene Kurse mit verschiedenen Themenschwerpunkten zum Beispiel, also wenn es um Kultur, Natur, Essen, also es gibt alle möglichen spezielle Themen, die ihr absolvieren könnt als Kurs. Oder auch Regionen, Bundesstaaten, also da könnt ihr euch einfach mal durchklicken. Es sind sehr, sehr viele Kurse, also es ist gar nicht darauf abgestimmt, dass man alles machen muss, aber einfach, was euch interessiert oder vielleicht Kunden habt, die irgendwo hinreisen und ihr kennt euch nicht so gut aus und möchtet sie noch ein bisschen besser beraten, meldet euch einfach an. Wir haben auch ganz oft Gewinnspiele. Jetzt im Juni läuft noch ein Gewinnspiel, schaut gerne mal rein. Wenn ihr da eine gewisse Anzahl an Kursen absolviert, könnt ihr ja was Schönes gewinnen. Und ich möchte euch nochmal ganz kurz auf ein Webinar aufmerksam machen, das nächste Woche stattfindet, und zwar am 17. Juni um 15 Uhr auf der Online-Plattform Brand USA Global Marketplace. Und da erzähle ich euch noch ein bisschen was über den Global Marketplace an sich, über diese Plattform, was ihr da alles mitnehmen könnt und noch mehr über Brand USA, was wir euch anbieten für Tools und ein bisschen ausführlicher alles. Christian wird euch im Nachhinein in der Follow-up-E-Mail auch nochmal den Link dazu schicken, wenn ihr euch anmelden wollt. Würden wir uns sehr freuen. Dann möchte ich noch ein anderes Tool vorstellen, und zwar unser GoUSA-TV. Und zwar, das ist im Prinzip unser eigener Video-Streaming-Dienst. Da findet ihr alles rund um die USA. Also da gibt es sehr viele Videos und Serien. Es gibt auch amerikanische Shows, die man sehen kann. Alles rund ums Thema USA. Also es ist auch sortiert nach Themen. Da kann man eingeben, man möchte was über Kultur oder Natur erfahren, Outdoor, Essen. Teilweise ist es nach Regionen sortiert. Also da könnt ihr euch einfach mal durchklicken und anschauen, das ist wirklich super. Es ist leider alles auf Englisch, beziehungsweise im Moment noch, also es wird daran gearbeitet, dass auch mehr übersetzt wird, das ist jetzt gerade auch ein paar sind schon übersetzt, teilweise gibt es auch deutsche Untertitel, aber hauptsächlich ist es noch auf Englisch. Wo ihr das finden könnt, einmal auch auf App, also auf Android und Apple Mobilgeräten, könnt ihr einfach die kostenfreie App runterladen oder ihr geht einfach auf unsere Webseite visittheusa.com/GoUSATV. Auf YouTube wäre es auch möglich, sich anzuschauen. Einfach mal bei YouTube eingeben und einfach mal ein bisschen durchklicken. Ein Film, den ich euch noch kurz ans Herz legen möchte, den ich echt toll finde, das ist America's Musical Journey. Und zwar, da geht es rund um die Musik in den USA. Also die ganze Geschichte, die ganzen quasi musikalischen Städte wie Chicago, New Orleans, Nashville, Memphis, kommen da alle drin vor. Da geht es um die ganze Musikkultur. Ist wirklich toll und der Film wird quasi erzählt von Morgan Freeman. Der hat ja auch so eine ganz schöne Stimme. Kann man schön zuhören. genau, das war's schon von mir. Falls ihr noch Fragen habt, meldet euch gerne. Die Kontaktdaten folgen dann in Christians E-Mail. Und dann bedanke ich mich und ja, wünsche euch ein schönes Wochenende. Genießt das Wochenende und toll, dass ihr bei der Roadshow dabei wart und wir freuen uns als Partner da auch dabei gewesen zu sein. Perfekt, super. Danke dir, Nadine. Genau, ja, du hast es ja gerade erklärt nochmal so ein bisschen. Ihr seid das, was dem Fremdenverkehrsamt in Anführungsstrichen am nächsten kommt, der USA, was es in Deutschland gibt. Also ihr seid die offizielle Marketingorganisation, wohingegen wir natürlich der deutsche Verein sind. Also Visit USA besteht aus den ganzen Partnern, die hier präsentiert haben, auch auf der Roadshow. Und wir sind halt ein deutscher Verein, wo sich die ganzen Mitglieder zusammengeschlossen haben, um Tourismus in die USA, in ihre eigenen Destinationen zu fördern und zu promoten. Genau, das noch mal so ein bisschen zum technischen Hintergrund quasi. aber wie gesagt, Brand USA und wir arbeiten immer Hand in Hand zusammen. Das heißt, Nadine ist natürlich auch heute mit dabei, weil Brand USA uns bei der Roadshow unterstützt hat. Das ist, also wir sind da jetzt nicht zwei komplett abgegrenzte, gegeneinander arbeitende Organisationen. Nein, auf keinen Fall. Genau. Das sind nochmal die Kontaktdaten aller Partner, die heute mit dabei waren. Falls ihr noch Fragen habt an einen der vier, jetzt wäre ein sehr guter Zeitpunkt. Christina, für dich haben wir noch zwei Icelandair-Fragen auf jeden Fall offen. Die erste war, glaube ich, in Bezug auf deine letzte Slide zu den Corona-Maßnahmen, dass ihr da auch flexibler seid natürlich, ob es da ein Limit gibt, wie oft ein Flug umgebucht werden kann. Bezog sich das nicht auf die Wiederinbetriebnahme der Max? Es waren zwei Fragen. Ja. Ich dachte, das, Ach so, vielleicht aber auch. Lass mich mal kurz schauen. Ich dachte, es
Also die eine Frage war, genau, mit der wieder in Betrieb, genau, weil wenn man einen Non-Flex-Tarif hat geht. Und genau, auf eine, also 737 Max umgebucht wird, quasi, ob man dann ein Sonder Storno-Recht oder Umbuchungsrecht hat. Genau, also das gilt für alle Buchungen auf unserer 737 Max. Das ist jetzt egal, ob es ein Flex oder Non-Flex ist. Es kommt eben einfach darauf an, wenn der Passagier sagt, es ist ihm irgendwie unangenehm, er möchte gerne mit einem anderen Flugzeugtyp fliegen, dann kann er das gerne machen. Ja, das ist jetzt einfach die Regelung, die ist noch gültig für Flüge bis zum 31. Juli. Mhm. Und dann, also ich hatte jetzt, wie oft kostenlos umbuchbar, auch darauf bezogen. Auch darauf bezogen, okay, das kann also natürlich auch sein. Ja. Ich sag mal so, wir gehen mal davon aus, dass wenn jemand umgebucht hat, dass er dann auch auf einen anderen Flugzeugtyp gebucht ist, sollte er dann aus irgendeinem Grund wieder auf der Max landen und dann gelten natürlich die gleichen Vorbehalte. Ja. Also. Genau. Genau. Alles klar, super. Danke dir dafür. Ich gucke einmal in den Chat rein, ob da noch eine offene Frage ist. Nee, ich glaube, im Moment haben wir alles abgearbeitet. Dann bleibt mir natürlich auch nur noch ganz herzlichen Dank zu sagen, dass ihr in dieser ganzen Woche mit uns mit dabei wart, dass ihr die Präsentation so fleißig verfolgt habt und dass wir euch wieder die USA ein bisschen näher bringen durften. Falls ihr, ich habe es eben schon gesagt, noch nicht genug habt von uns, von den USA, es geht nächste Woche tatsächlich direkt weiter. Da mache ich jetzt nochmal ein bisschen Werbung für unser nächstes Event. Da haben wir ab nächster Woche Mittwoch die Florida Insider Specials. Habt ihr bestimmt auch schon Newsletter von mir zugekriegt und ein bisschen Werbung. Da geht es darum, dass wir nicht allgemeine Florida-Präsentationen vorstellen möchten, sondern wirklich Insider-Tipps unserer Partner. Also es sind Sachen, die ihr noch nie gesehen habt. Es sind Präsentationen, die extra für diese Roadshow angefertigt werden, zusammengestellt werden. Das sind ganz neue Präsentationen. Also selbst wenn ihr die Partner schon mal gehört habt, die mit dabei sind, es wird anders, es wird viel mehr ins Detail gehen. Also es lohnt sich trotzdem, mit dabei zu sein. Ab nächster Woche Mittwoch, dreimal Mittwochs, jeweils zwei Partner pro Woche. Das ist das, was wir bei den Florida Insider Specials mit euch vorhaben. Kommt auch in meinem Follow-up, aber auch nochmal. Ihr vier da oben, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Ich gucke ein letztes Mal in den Double Chat. Thumbs up, double thumbs up. Ja, zu der 737 Max-Geschichte kommt nochmal. Also wenn man vorher da wird es genauso sehen. Christina, ist es jetzt die Frage, also wenn man vorher mit einem Non-Flex-Tarif einen anderen Flug gebucht hat und dann auf die 737 Max umgebucht wird, auch dann kann man es umbuchen. Richtig? Genau. Ja, perfekt. Super. Vielen Dank. Dann sind wir hiermit wieder am Ende einer virtuellen Roadshow angekommen. Vielen, vielen Dank an alle Präsentatoren in der ganzen Woche natürlich, an euch heute und natürlich an alle Teilnehmer, die so fleißig unsere Präsentation gelauscht haben. Genau. Bis bald und wir drücken die Daumen, dass wir so bald wie möglich wieder USA-Reisen verkaufen können. Genau. Alles danke nochmal. Ja, danke dir. Bis dann. Danke. Tschüss. Tschüss. Bye, Nadine. Ciao.